So Freunde, herzlich willkommen. Ich habe mich heute dazu entschieden, ein spontanes Video zu folgendem Thema zu machen. 4 Denkfehler, die dich davon abhalten, als Agentur, Berater, Dienstleister oder B2B-Dienstleister im Allgemeinen mehrere Millionen Euro Umsatz zu machen. Ja, und jetzt an dieser Stelle ganz wichtig, das ist kein Mindset-Gefasel und das ist auch kein Gelaber oder sonst irgendwas, sondern das sind echte Dinge, die du vermeiden musst, um wirklich 7 oder sogar 8-stellige Jahresumsätze zu machen. Ich bin selber ein Typ, der immer denkt, ey, ich bin selber schon von meiner Geisteshaltung, ja, von meinem Mindset geil gepolt. Deswegen an der Stelle ganz wichtig und für alle, die mich nicht kennen, ich bin David Arian, gemeinsam mit meinem Partner Tarek habe ich diese SalesX Unternehmensgruppe in den letzten 5 Jahren jetzt dieses Jahr auf, ja, wenn alles gut läuft, auf 30 Millionen Euro Jahresumsatz gebracht. SalesX allein wird dabei einen Anteil von, je nachdem wie das Jahr jetzt noch zu Ende geht, zwischen 15 und 20 Millionen ausmachen. Wir haben in der Unternehmensgruppe über 100 Mitarbeiter, das bedeutet, ein bisschen Erfahrung haben wir, ja, und die möchte ich einfach gerne mit dir teilen. Und ich kann dir eine Sache sagen, keine einzige Strategie auf der ganzen Welt funktioniert, wenn sie nicht auf den richtigen Boden trifft. Ja, ich vergleiche das immer so ein bisschen damit, wenn du ein geiles Fußballfeld hast und der Rasen schön gemäht ist, leicht feucht ist, dann musst du weniger Energie aufwenden, um den Ball nach vorne zu bekommen. So, und das im Vergleich zu so einem Grandplatz, überall Löcher und alles voll beschissen, brauchst du viel, viel mehr Kraft und Ressource, um dieselbe Strecke hinzulegen. Und genauso funktioniert es im Unternehmertum auch. Ja, wenn deine Geisteshaltung und wenn die Themen, die du für richtig hältst, eigentlich gar nicht richtig sind und du irgendwie noch Blockaden und Schwierigkeiten hast, dann kommst du einfach nicht voran. Deswegen starten wir einfach mal direkt mit dem ersten Punkt. Im Zuge meiner Erfahrungen über die letzten Jahre habe ich Folgendes gemerkt. Der erste große Denkfehler, den ganz viele Leute haben, ist, dass sie denken, dass es schneller gehen muss, als es eigentlich gesund oder möglich ist. Was meine ich damit? Wir haben ganz viele Kunden, die machen 100% Wachstum im Jahr. Ja, die machen dieses Jahr 200.000 Euro Umsatz, nächstes Jahr sogar 500.000, im Jahr darauf 1 Million und im Jahr darauf irgendwie 2 Millionen und sind trotzdem mit ihrer Entwicklung unzufrieden, ja? Meistens ist es so, dass dein aktuelles Gefühl, was du gerade hast im Zuge deines Wachstums, dich extrem täuscht. Die wenigsten schauen sich diese Grundlage an. Ich habe ganz häufig auch neue Kunden, die dann kommen, wo wir dann die ganzen Zahlen, Daten und Fakten analysieren, in die BWAs reingehen, schauen, hey, wie ist eigentlich die Entwicklung? Und dann sehen wir Folgendes: brutales Wachstum, teilweise über 100%, 200%, 300%. Und sie sind trotzdem drastisch unzufrieden. Warum? Weil ihr Gefühl ihnen sagt, dass es irgendwie immer noch nicht genug ist. Liebe Leute, ich kann euch an dieser Stelle Folgendes erklären. Was fundamental wichtig ist, ist die korrekte Interpretation eurer Zahlen, Daten und Fakten. Ja, und gute Dinge brauchen Zeit. Ihr wollt kein Kartenhaus aufbauen, sondern ihr wollt ein richtig stabiles Unternehmen aufbauen, was ein richtig geiles Fundament hat. Das Gleiche bezieht sich auch auf Mitarbeiter. Ey, ihr könnt nicht erwarten, dass jemand heute eingestellt wird und morgen 1 Milliarde Umsatz reinbringt. Das funktioniert so nicht. Ja, die meisten, mit denen wir arbeiten, die dann teilweise noch nicht so super viel Erfahrung haben im Einstellen von Mitarbeitern oder im Aufbau von Businesses, die denken, dass alles von heute auf morgen funktionieren muss. Und wenn es mal im 2. oder 3. Monat nicht nochmal 100% nach oben geht, sind sie unzufrieden. Ich kann euch an dieser Stelle sagen, ich kenne verdammt viele Unternehmen, die sind super blitzartig gewachsen und die gibt's heute nicht mehr. Oder die sind heute ganz, ganz klein und ganz kleine Buden, weil sie haben es nicht geschafft, diese Substanz aufzubauen. Ihr müsst euch vorstellen, umso länger ihr das Fundament aufbaut, umso stabiler und umso mehr Höhe kann euer Gebäude und euer Unternehmen in dem Sinne aushalten. Ja? Baut ihr ein Kartenhaus auf, ganz, ganz schnell, 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 1000 Mitarbeiter, Hauptsache die machen ihre Arbeit und ganz schnell viele neue Kunden, ganz schnell, 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 alles schnell, Strukturen schnell, alles schnell, dann wird dieses Ding früher oder später einbrechen. Deswegen geduldet euch. Gute Dinge brauchen Zeit. Ja? Der schnellste Weg von 1 Million auf 10 Millionen oder auch von 0 auf 1 Million ist nicht gleichzeitig der beste und schnellste Weg von 10 Millionen auf 100 Millionen oder auf Milliarden. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das versteht, weil auch ich als ungeduldige Person, mir kann es auch nie schnell genug gehen. Aber liebe Leute, am Ende des Tages wird sich Substanz durchsetzen. Früher oder später, wenn ihr die richtigen Dinge macht, werdet ihr an einem Punkt kommen, wo ihr gutes Geld verdient. So. Jetzt ist also ein bisschen die Frage, okay, auf welchem Fundament baut ihr euer Gerüst? Und umso besser das Fundament, umso besser ist es deswegen und umso stabiler ist euer Wachstum auch nachhaltig und langfristig. Ja? Schaut euch die ganzen schlechten Beispiele an, die zu schnell skaliert sind, zu schnell wieder runtergebrochen sind. Das ist nun mal so. Ja? Ihr müsst Substanz aufbauen. Ihr braucht richtig geile Mitarbeiter. Ihr braucht ein richtig solides Produkt, was nicht nur verkauft wird, weil ihr gut im Vertrieb seid, sondern weil es wirklich
Probleme löst. Ja, das ist ganz, ist völlig trivial, aber es ist einfach so. Und ihr braucht einfach Substanz und auch Zeit und Erfahrung als Unternehmer. Ihr müsst auch diese menschliche Reife im Zuge der Zeit entwickeln. Und ihr könnt nicht 100 Jahre überspringen. Das geht einfach nicht. Deswegen an dieser Stelle ganz wichtig, habt Geduld und nehmt euch Zeit für die richtigen Dinge. Nummer 2. Kein Mensch auf der Welt und auch keine Organisation auf der ganzen Welt denkt so häufig über dich selber nach, wie du selber. Ja, völlig trivial, aber was will ich damit sagen? Ey, ganz ehrlich, du selber bist für dich und deinen Komplex und für deine Ergebnisse und für deine Organisation verantwortlich. Und kein anderer Mensch auf der Welt denkt so häufig nach über dich selber wie du. Was will ich dir damit sagen? Egal was passiert, du bist verantwortlich dafür. Ist ein Mitarbeiter schlecht, bist du verantwortlich. Geht's heute nicht voran, bist du verantwortlich. Läuft es gut, bist du verantwortlich. Die gesündeste Geisteshaltung ist, wenn du dir, egal was passiert, an die eigene Nase fest. Vor allen Dingen, wenn es schlecht läuft. Ja, vor allen Dingen, wenn Fehler passieren. Vor allen Dingen, wenn Schwierigkeiten passieren. Das assoziiert auch gleichzeitig, dass du keine hundertprozentige Verantwortung auf Bereiche abgeben kannst, die wichtig sind. Nur wenn du diese Eigeninitiative und Eigenverantwortung als festen Wert in deiner Organisation etablierst, nur dann wirst du wirklich Progression in deinem Unternehmen erzielen und auch menschlich weiter wachsen. Du musst diese Dinge lernen, ja, und du kannst nichts irgendwie weggeben oder abgeben, was du selber nicht so 100% drauf hast und auch aufgebaut hast. Verlasse dich am Ende des Tages nur auf dich selber. Ja, weil sich auf Dienstleister zu verlassen oder auf Mitarbeiter oder sonst wem, das ist nicht die Lösung. Natürlich wirst du irgendwann Mitarbeiter haben, die Aufgabenbereiche übernehmen und auch in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen und so weiter und so fort. Aber denk immer dran, egal was passiert, fass dir an deine eigene Nase und zieh das Learning daraus. Ja, und mach nicht andere Menschen dafür verantwortlich, dass irgendwas bei dir nicht vorangeht. Ja, ich sag immer, ich habe einen ganz, ganz wichtigen Leitsatz für dich. Eine externe Person oder eine externe Organisation, ob Agentur, Dienstleister, Berater, völlig egal wer, macht aus einem schlechten Unternehmer keinen guten. Das ist unmöglich. Und ein schlechter Mitarbeiter, da kannst du als Führungskraft so gut sein, wie du möchtest. Du wirst aus einem schlechten Mitarbeiter langfristig keinen guten machen. Ja, das funktioniert einfach nicht. Ja? Externe Impulse oder externe Organisationen können allerhöchstens 20-30% in die eine oder in die andere Richtung schwingen. Aber sie sind niemals die Kriegsentscheidung zwischen Tag und Nacht. Das ist so verdammt wichtig, weil das auch ganz viel in Bezug auf Dienstleister und ganz viel in Bezug auf externe Parteien einfach löst für dich. Ja, verlass dich einfach nicht zu 100% auf andere Menschen. Das funktioniert einfach nicht. Du musst am Ende des Tages Strukturen schaffen und selber in der Essenz wirken. Sonst geht's nicht voran. Und vor allen Dingen, wenn es schlecht läuft, brauchst du nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern du bist der Einzige, der daran schuld ist. Selbst wenn du einen schlechten Mitarbeiter eingestellt hast, der schlechte Performance liefert, dann heißt es nicht, es hat nicht funktioniert, weil der Mitarbeiter war schlecht, sondern es hat nicht funktioniert, weil du nicht in der Lage warst, den richtigen auszuwählen. Das ist ein riesiger Unterschied. Und die meisten, die da draußen rumlaufen, die gucken immer nach irgendwelchen Quickfixes und suchen immer irgendwelche Probleme und Lösungen im Außen, wobei sie eigentlich selber das Problem sind. Deswegen an der Stelle, wach einfach auf. Du bist selber für dich verantwortlich und du bist selber verantwortlich für deine Probleme und für deine Lösungen. Der dritte Denkfehler. Ich habe es gerade schon kurz angerissen. Die meisten Unternehmer da draußen in diesem Space sind auf der Suche nach Quickfixes. Wobei sie vergessen, dass das, was compounded und langfristig geile Lösungen bieten wird, progressive Geschäftsbeziehungen sind. Ja? Diese ganzen Leute, die so Dienstleistungshopping machen. Ja? Erstmal die eine Videoagentur nutzen, dann die andere, dann die andere, dann die andere, den einen Berater, dann zum nächsten springen und die ganze Zeit am Rumlaufen sind, weil sie einfach nicht in der Lage sind, progressive Beziehungen und Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Das gleiche machen sie dann auch mit Mitarbeitern. Ihre innere Geisteshaltung spiegelt sich in der Außenwelt immer wieder. Was meine ich damit? Geschäftsbeziehungen oder Beziehungen im Allgemeinen, ob mit Mitarbeitern oder mit Kunden oder mit Geschäftspartnern oder mit wem auch immer, sind immer besser, wenn sie progressiv ablaufen. Ja, was meine ich damit? Die meisten springen immer, wie ich gerade schon gesagt habe, von Dienstleister zu Dienstleister, von Partner zu Partner und sind gefühlt die ganze Zeit am Springen. Ja, wechseln oder wenn du Angestellter bist, springen die ganze Zeit in ihren Jobs, statt irgendwann mal irgendwas zu finden, wo der Zinseszins geisteskrank knallen kann. Ja, und das machen sie übrigens auch in privaten Beziehungen, ja, mit ihren Partnern. Die meisten Leute sind heutzutage gar nicht mehr in der Lage, eine Beziehung von Mal zu Mal aufzubauen. Ja, von Treffen zu Treffen, von Meeting zu Meeting, so dass es da am Ende des Tages eine Progression gibt. Die meisten kommen rein, wollen irgendwie gefühlt alles, was sie jetzt kriegen können, schnell mitnehmen und sich dann schnell verpissen zum nächsten Quickfix.
So funktioniert das nicht, liebe Leute. Richtig geile Geschäftsbeziehungen oder auch Beziehungen im Allgemeinen, die resultieren nur aus dem Compound, ja, wenn jedes Treffen dazu beiträgt, dass es besser wird. Und die meisten denken heutzutage auch irgendwie, warum auch immer, vielleicht wegen Social Media, vielleicht auch wegen anderen Dingen, dass Beziehungen irgendwie immer geil sein müssen. Nein, so ist das nicht, liebe Leute. Beziehungen, ob mit deinem Videografen, mit deinen Mitarbeitern oder mit deinem Geschäftspartner, die dürfen auch mal richtig scheiße sein. Und nur wenn ihr in der Lage seid, diese Scheißzeiten oder diese schlechten Phasen gemeinsam konstruktiv zu überbrücken, dann macht ihr Fortschritte in eurer Beziehung und das Ganze wird progressiv, ja. Die meisten Leute, die in diesem Space aktuell unterwegs sind, die denken, wenn es einmal schlecht läuft, wenn es zweimal schlecht läuft, wenn es dreimal schlecht läuft, dann ist das nicht die richtige Beziehung. So funktioniert das nicht, ja. Man muss sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten lernen, gemeinsam sich zu entwickeln und zusammenzuwachsen. Nur so schafft ihr es, irgendwann eine richtig geile Geschäftsbeziehung oder eine Mitarbeiterbeziehung aufzubauen. Nur wenn ihr in der Lage seid, diesen Compound, diesen Zinseszins mitzunehmen, ja, sodass die Beziehung irgendwann so gut ist, dass ihr viel weniger Aufwand habt als am Anfang und es viel bessere Ergebnisse gibt. Ja, ihr müsst euch vorstellen, wir haben einen Closer, der im Monat 1,5 bis 2 Millionen Euro alleine erwirtschaftet. Ja, es gab aber Tage, da hat diese Person, alle kennen sie mittlerweile, Alex, es gab Tage, da hat diese Person über Monate hinweg 10, 20k nur geclosed und wir waren kurz davor, dass das ganze Ding zusammenbricht. Aber der Compound in dieser Beziehung, so dass man gemeinsam durch diese schweren Zeiten gegangen ist und diese Entwicklung gefördert hat, hat dafür gesorgt, dass wir jetzt ein exponentielles Ergebnis haben und exponentiell wenig damit zu tun haben. Ja, das ist unglaublich, aber das checken die meisten nicht, ja. Also, kurzfristige Befriedigung ist nicht das, was ihr anstreben solltet, sondern wirklich langfristige Ergebnisse. Und das geht nur durch langfristige Geschäftsbeziehungen. Ganz wichtig. Und der letzte Punkt ist, ich habe ihn im zweiten Punkt auch kurz angerissen, jetzt werde ich ihn ausführen. Du musst als Inhaber oder Owner deiner Organisation jede Disziplin mindestens auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Beste, 1 ist das Schlechteste oder 0 ist das Schlechteste, mindestens mal 7 bis 8 von 10 beherrschen. Ja. Und umso größer deine Organisation wird, umso mehr Departments kommen dazu. Irgendwann musst du dich mit Steuern auseinandersetzen. Irgendwann musst du dich mit HR und Arbeitsrecht auseinandersetzen. Irgendwann musst du dich mit dem Deutschen oder je nachdem, in welchem Land du bist, mit dem jeweiligen Recht auseinandersetzen. Du musst dich mit Finanzen auseinandersetzen, mit Finanzplanung, Budgetplanung und so weiter und so fort. Ja, du musst dich mit dem Vertrieb, mit dem Marketing, mit Brandmarketing und so weiter und so fort auseinandersetzen und mach nicht den Fehler und denk, dass du irgendwie andere Menschen dafür arrangieren kannst, die das Problem zu 100% für dich lösen. Andere Menschen, also Berater, Dienstleister, Agenturen, was auch immer, die können dich immer unterstützen und dir einen zeitlichen und einen effizienztechnischen Boost geben, ja, und dir Impulse geben, Inputs geben, die dich voranbringen. Aber Kriegsentscheidungen triffst du und niemand anderes. Und das ist ganz wichtig, dass man das versteht, ja. Und du musst die Disziplin beherrschen, weil es ist auch nicht schlimmer, als einen Mitarbeiter einzustellen, der viel kompetenter ist als du in dieser Sache und du kannst gar nicht mitreden und du schaffst dir eine Blackbox in deinem eigenen Unternehmen. Ja, das ist Bullshit. Wenn so ein Steve Jobs oder so ein Jeff Bezos sagen, ja, sie arrangieren exzellente Personen, die auch besser sind in einem Fach als sie selber. Ja, das ist möglich, aber das heißt nicht, dass sie absolute Nullnummern in diesem Fach sind. Ich dachte selber früher immer, hey, ich kann einen Steuerberater suchen und der löst alle Steuerangebote. Gelegenheiten für mich. Das ist Schwachsinn. Das ist absoluter Unsinn. Ich muss mich in diesen Steuerthemen zumindest mal 7 von 10, 8 von 10 auskennen, damit ich mitreden kann, damit ich auch meinen Impuls geben kann, indem ich die Sachen challengen kann und nicht mehr diese Verantwortung abgebe. Ja, wieder das Thema Eigeninitiative und sich an die eigene Nase fassen. Du bist am Ende des Tages für dich selber verantwortlich und deswegen musst du jede Disziplin in deinem Unternehmen, ob es HR ist, ob es Finance ist, Vertrieb, Marketing, völlig egal, alles was kriegsentscheidend ist, musst du selber am Ende des Tages beherrschen, um dann wirklich auch gute Leute zu attracten, weil übrigens A-Player haben auch keinen Bock, bei einem Arbeitgeber zu arbeiten, der gefühlt von ihrer Materie keine Ahnung hat. Das verstehen die meisten auch nicht. Ja, und wenn sie auch merken, dass ihr Arbeitgeber keinen Plan hat von der Materie, dann erlauben sie sich auch viel mehr Fehler. Das ist völlig normal. So, und deswegen an dieser Stelle ganz, ganz wichtig, du musst jede Disziplin, die sich neu aufbürgt im Wachstum und im Zuge deines Wachstums, musst du selber auf einem guten Niveau beherrschen, selbst wenn es nicht deine Kernkompetenz ist. Weil sonst hast du ganz, ganz viel Blackbox in deinem Unternehmen. So, das sind die Punkte. Das sind die vier größten Denkfehler, die ich in den letzten Jahren identifiziert habe für Unternehmer und anstrebende oder angehende Unternehmer. Wenn du deine Organisation auf diesem Boden, auf dieser Geisteshaltung aufbaust, dann wirst du viel einfacher und viel, viel ressourceneffizienter einfach wachsen können. Du wirst viel weniger Fehler machen und vor allen Dingen wirst du jeden Fehler, den du machst, einfach auf dich selbst beziehen und daraus lernen und deswegen schneller vorankommen. Ja, deswegen an dieser Stelle beherzige diese Denkfehler. Schreib gerne in die Kommentare, ob du dich in einem dieser Denkfehler wiederfindest und
Ja, vielen Dank, wenn du bis hierhin zugehört hast und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.